Servus und hallo, guten Morgen an meine Zuschauer. Ja, das letzte Mal Video, das ist jetzt schon eine ganze Zeit lang her. Ja, dafür erst nochmal Entschuldigung. Ja, ich habe anderthalb Wochen jetzt zwei gehabt, wo ich daheim war. Da habe ich Urlaub gehabt. Aber ich habe ehrlich gesagt einmal einfach mehr keine Zeit und keine große Lust gehabt, was zu filmen. Der eine oder andere, der weiß es schon, ich habe einen Eichepflug wieder hergerichtet. Der steht im Moment mit dem K15 unten in der Maschine halt. Und ich wollte das fertig machen, weil ich gedacht habe, ich wüsste die Woche nachher, dass das einmal gemacht ist. Ja, deswegen habe ich nichts gefilmt. Klar, hat jetzt da oder andere so, jetzt halt einmal die Kamera einfach mit aufklingen, die Lüftung hast du, aber das ist trotzdem mit Arbeit verbunden. Und wenn du dann abends auch keine Zeit mehr hast, sondern du die Zeit dann noch damit verbringst, ein Video zu schneiden, das fällt dir dann auch. Und wenn du was fertig kriegen willst, das Projekt, dann ja, hilft das halt nichts, dann muss man das einfach so machen. Wie gesagt, ich habe jetzt den Aneichepflug, der ist fertig, der hat neue Anlagen gekriegt, der hat neue Schuhe gekriegt, der hat Farbe gekriegt und dann neue Reifen und ein neuer Schlauch. Und ja, der ist jetzt theoretisch wieder direkt einsatzbereit. Ich habe noch einen zweiten, den roten. Wir mal gucken, wann ich den einmal noch in Angriff nehme. Weil als nächstes muss ich ja mal hinten in meinem Gasenstall noch die Anatür reparieren. Die haben sie ja komplett ausgedonnert. Da muss ich mal gucken. Schon lange überlegt, wie ich das am geschicktesten mache, aber weil ich jetzt einmal in Angriff nehme. So, aber heute haben wir uns ganz was anderes. Wir haben Samstag, den 20. Juni. Und ja. Heute ist es soweit. Die Ferkel waren gestern genau 12 Wochen alt. Ihr wisst, die sind am 19. März geboren. Gestern war der 19. Juni. Das heißt, die sind 3 Monate und beziehungsweise 12 Wochen alt. Und ja, heute ist soweit, die ersten waren kult. Ich wollte deswegen noch mal runter in den Stall, habe mir gedacht, jetzt filmst du mal wieder was, weil die Gelegenheit gibt es ja dann so schnell nicht mehr, beziehungsweise die sechte ja dann nicht mehr, deswegen jetzt noch ein einziges Mal. Wo der aller zusammen sechs, aller acht. Sau, Ebe, Sau, Ebe, Sau, 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 Ebe. Ja, und wer geht heute weg? Ja, ihr seht schon die Oma, die ist mittlerweile ganz schön ausgezehrt, die nuckeln immer noch unten dran rum. Da kommt zwar schon so gut wie nichts mehr, aber die probieren es trotzdem immer noch, weil sie meinen, da gibt es da noch Zusatzfutter. Ich meine, die haben Hunger, ist klar, und die Oma, die ist aufgezehrt. Mehr als Futter geben kann ich ja auch nicht. Heute wäre die Oma dran, dass er raus kann. Habe ich aber extra nicht gemacht, weil die kommen dann auf 10er, Viertel 11er rum. Ja, der geht weg. Einmal die da, die Sau, das ist die Erstgeborene, die Mutter gefunden hat. Die Hellbrauner und die Hellbrauner dort mit den dunklen Flecken. Ja, die hat 3 Sauen, die gehen auch nach Sonneberg. Und ja, dann wart's auf jeden Fall schon mal wegen hier da unten. Morgen am Sonntag war dann auch noch jemand gekommen. Oder da wollten auch noch Leute kommen, die wollten sich auch mal angucken. Und eventuell gehen dann auch noch mal welche weg und die Daisy, ja, mal gucken, wann der Thorsten kommt. Die geht auf jeden Fall dann auch mal weg, wenn der Thorsten seine Schrotmüll holt und wenn er runterkommt. Und dann geht die mit nach Hamm. Ja, die Ferkelbande. Also ich gebe ja zu, ein bisschen ans Herz gewachsen sind, sind wir schon. Das ist nicht so. Aber es war von vornherein klar, dass er weggeht, dass ich es auch nicht alle behalte. Wäre technisch überhaupt nicht möglich, ihr seht jetzt schon, die Oma ist teilweise richtig genervt. Das macht ihr einfach keinen Spaß mehr. Die Feigel, die ziehen an ihr rum, die beißen an ihr rum, die zwicken an ihr rum. Ja, Oma. Und ja, die hat auch einfach keinen Bock mehr, das merkt man, die legt sich jetzt schon immer, wenn sie sich hier legt, auf den Bauch, dann kommen sie nicht mehr noch, die sitzen noch. Das Fressen haut das aus dem Druck raus, weil er natürlich selber was fressen will. Ist klar. Was ist denn? Ja, ja, alter Rambo. Ja. Deswegen, wie gesagt, jetzt ist soweit. Die Gänger jetzt dann weg. Die ersten.
und wie gesagt, der Rest danach. Und wie es dann ausschaut, was ich behalte oder nicht behalte, sehen wir dann. Eigentlich war ja geplant, ich behalte die Dunklado. Aber es könnte eventuell sein, dass die noch Bamberg geht mit an von meiner Borg. Und dann schauen wir mal, dann bleibt vielleicht noch eine Borg übrig. Warten wir sehen. Ich sage mal so, wenn sie alle verkauft werden sollten, wenn sie alle verkauft, dann ist es halt auch so. Tue ich mich auch nicht ab. Aber wenn sie die Gelegenheit bietet, schauen wir halt einmal. Jo, die Ferkelbande. Ich meine, mittlerweile wird es schon arg. Ja, Glando oder die Randalieren, ihr seht, wo es da so nass ist. Das nass ist keine Pisse, das nass ist das Wasser. Ich habe vorhin schon wieder frisch aufgefüllt. Die Aglandi randalieren, die schmeißen jetzt von den Wasserdruck um, der Hühner schwimmt alle vor zweien. Schaut aus. Ja, die Sägespäne, die muss ich immer mit rein tun, dass die ganze Pisse die Jauche ein wenig mit aufsaugt. Das funktioniert wunderbar. Seht ihr da? Da kommt gar nichts. Dafür ist unten drunter alles platschnass. Weil das Ganze ist ja dick mit Sägespäne unten drunter eingestreut, aber da vorne kostet jeden Tag kostet Dreck rausrammer und Sägespäne rausrammer, weil sie es da vorziehen. Und jetzt waren sie auch schon anstrengend, muss ich auch zugeben. Deswegen, ich bin eigentlich schon froh, wenn dann die ersten einmal weg sind, wenn es dann ein wenig ruhiger wird. Weil dann, ja, wird es da unten ein wenig entspannter. Vielleicht ist dann der Wasserdruck nicht wieder jeden Tag ausgekippt, weil da hinten bleibt es doch hart drucken. Naja, passt. Da hat auch schon wieder randaliert der Herr. Ja, gucken wir mal. Ja, ihr seht schon, also die Oma tut mir schon ehrlich gesagt mittlerweile leid. Ich kann sie aber auch nicht einfach drin, das ist das Problem. Wo soll ich sagen, oder? Weil die Feiger landen über zu meinem Eber. Naja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Die Oma legt dich halt hin. Die Aglan, die wollen jetzt den ganzen Tag wollen die Wurst zerfressen und fahren den Ei und wieder und wieder und wieder. Naja, und bei der Oma sagen sie natürlich auch noch wie vor, weil sie halt meinen, naja, das wird es die ganze Zeit geben, dann wird es das auch weiterhin geben. Naja, schauen wir mal. Nun gut, jetzt, da unten ist dann auf jeden Fall für den Augenblick soweit fertig. Das Wasser habe ich ihnen wieder runter. Wie gesagt, noch heute kommen dann welcher, die nehmen auch die drei Sauen mit. Die Daisy ist ja schon versprochen an den Tasten, das ist ja klar. Und ja, dann hätte ich noch die drei Bark und die eine Sau. Und dann war das auch. Ja, Glanz sind schlimm. Ist ja nicht so, die haben ja alle schon gute Kopf heute. Arma Oma. Arma Oma. Die Kleinen, die fressen es auch noch auf. Ich sag auch, es war Zeit, dass jetzt die ersten gehen. Ich bin schon froh, wenn es da unten ein wenig ruhiger wird. Nur gut, jetzt gehe ich auch mal rauf. Die anderen werden dann jetzt gleich kommen. Und ja. Dann schauen wir mal. Wir sehen uns dann später wieder. So, jetzt haben wir mittlerweile Sonntag früh. Ja, jetzt ist es war halb neun. Ich habe den Ofen vorhin Nummer 6 eingeschürt. Gibt halt wieder Brot. Und jetzt stehe ich gerade unten auf dem Feld. Ja, vor die Kartoffeln. Wir haben jetzt die ganzen letzten, ja, so haben wir 2, 3, 4 Wochen Regen gehabt. Immer wieder Regen, Regen, Regen. Der Boden ist auch immer noch richtig nass. Seht ihr an meinem Schuhwerk da. Also mit einem Bulldog brauchst du in keine Fläche reinfahren, weder in die Felder noch in die Wiesen. Ja, jetzt hat es natürlich so ergeben, eigentlich wollte ich die Äpfel noch hacken. Aber hacken habe ich heuer vergessen, genauso wie ein zweites Mal häufeln. Das ja, hat sich wieder erübrigt. Blöd gelaufen. Weil, ihr seht mein Bestand. Der Regen vom Ende Mai und jetzt vom Juni, der hat ganzer Arbeit geleistet, aber war eigentlich nur ganzer Arbeit.
Also die Kartoffeln wachsen wie Sau. Guck mal richtig hoch. Ich bin jetzt gerade bei der Umstützer, die Gloria. Ich wollte da mal einen Durchgang machen mit Niemöl. Denn ja, Trick bzw. das Mittel habe ich mal abgeguckt beim Patrick, beim Dreizylinderbauer. Das macht er bei seiner Äpfel, um, sage ich, einen Äpfelkäfer zu schützen. Will ich jetzt auch mal probieren. Allerdings, ja, die Hosen ist nass, weil so durchlaufen, wie gesagt, das ist alles platschnass. Du schaust dir noch aus wie Sau. Nicht ganz optimal. Weiß ich nicht, ob ich so weitermache, weil irgendwie macht das keinen Spaß. So, die Bamberger Anlage unten. Ja, Stänger ein wenig mau. Da kommt noch ein Pflänzler, da kommt noch ein Pflänzler. Mal schauen, ob es sich noch der Rabbel. Tja. Die sind heuer ein bisschen mau. Da seht ihr, da ist ein Haufen so komisches Krautzeug drin. Der Hüm hat jetzt das Unkraut eigentlich fast keine Chance mehr, wenn man sich so anschaut. Die Äpfel sind richtig schön hochgekommen, haben sich ausgebrannt, ein bisschen Kraut ist auf die Dämmler drauf, aber es ist eigentlich minimal. Und da hinauf, ja, da fällt halt, wie gesagt, das Äpfelkraut. Denen hat am Anfang das Wasser gefällt. Ja, und jetzt hätten sie auch Wasser, jetzt kommen sie auch so langsam, jetzt müsste ich aber halt das Unkraut raus da. Ja, und zwecks Unkraut, ihr könnt euch erinnern, letztes Jahr hat es einen Haufen Disteln gehabt. Und jetzt haben wir 2020 und ich habe letztes Jahr Schell gepflügt. Also ich denke ein bisschen weniger sind Savon, aber das sind Disteln, das sind Disteln, das sind Disteln, das sind Disteln. Da Stänger Disteln, dort Stänger Disteln. Ich werde ja scheiß Dinge nicht los. Die kommen jedes Jahr wieder. Trotz Schälpflügen, trotz zweiten Mal Schillen, trotzdem Acker im Frühjahr noch einmal, wo man sagen, eichert hat, und trotzdem kommen sie auch wieder. So ein hartnäckiges Dreckszeug. Und genauso was noch hartnäckig ist, ist die scheiß Melde da unten, die steht da überall drin. Ja, dann wollten ein paar die Gaschen sehen. Wie die jetzt denn dann ausschaut. Da habt ihr sie. Jetzt fängt sie an mit dem Ehrenschieben. Die braucht auf jeden Fall einen, mindestens einen Monat. Mann, ist ja Sommergaschen. Ja, da steht auch so ein blöder Distel. Ja, und da oben, das sind die Sonnenblumen von 2018. So, weil so scheiß wieder aufgeht. Na, da denkst du, du bist ganz gelumpt, vielleicht am Morgen los und hast das ein wenig geeichert, aber irgendwie so ganz begeistert bin ich nicht. Ich habe jetzt im Vorher gesagt, man habe, wenn du hier da sollen, der macht das Ganze ein wenig zu. Vielleicht wäre es besser gewesen, aber ja, gut, er wollte ja gaschen. Ja, da könnte ich halt wirklich jetzt bisher gehen, mal probieren. Ein wenig die Disteln rauszureißen, aber ihr wisst, wie es letztes Jahr geendet hat. Man hat es dann aufgegeben, weil es einfach zu viel von der Masse war. Weil es schaut jetzt zwar von da aus, als ob das sind ja nur vier Pflänzler, und wenn es da hinläuft, dann sind es aber keine vier, sondern dann sind es schon 10. Dann läufst du da dort rüber, wo du da denkst, naja, das sind vielleicht 20 Pflanzen und dann sind das nämlich schon 100 Pflanzen. So, nach der 5. oder 6. Pflanze, da fängst du schon an, dass es nervt, weil die Hände da zerstochen sind, trotz der Händschicht. Und nach der 50. Pflanze, da denkst du dann, jetzt habe ich schon 10 Robben weggefahren und es war trotzdem nicht weniger. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder am Jammern. Aber ist doch so. Oh Mann, so eine Scheiße, so eine Blöde. Und das hat sich alles über das Feld da unten ist es raufgeweht und wir haben es damals mit dem Mähdrescher mit reingebracht. Und wir waren ja einen Bekannten gedroschen, der hat das ganze Feld voll gehabt und da hat man sich den Scheiß mit eingefangen und jetzt haben wir noch. Du bist da wirklich drauf getraut, dass du da einmal Spritzen anhängst. Aber wo soll ich spritzen? Mach ich nicht, will ich nicht. Fällt mir nicht. Ja, alles Scheiße. Ja. Ihr merkt schon, ich bin irgendwie ein wenig genervt. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe heute überhaupt keine Lust gehabt am Aufstehen. Ich bin kaputt. Wenn es da zu früh um eine Dreiviertel sechs Uhr schon aufstehen musst am Sonntag. Also dann bin ich allgemein ein wenig genervt, weil ja, nächste Woche bin ich auch daheim. Finde ich alles nicht mehr so lustig, keine Ahnung, wie das noch alles weitergeht, ich weiß nicht. Naja, was soll's.
Ja, die ersten zwei Reihen da oben sind jetzt gespritzt. Die anderen. Das gefällt mir nicht. Aber du brauchst mich am Bulldog mehr durchfahren. Dann brauche ich jetzt eine Hochradausführung. Weil ich kann ja mal reinlaufen in so einer Reihe. Dann seht ihr mal, wie hoch die sind. Also die sind jetzt beinahe. Naja. Es geht Richtung Hüfthöhe. Ja, wenn du mit einem Bulldog reinfährst, magst du auch mehr Schaden. Also häufeln ist hier definitiv nicht mehr, den kann ich aufräumen. Ärgerlich. Weil eigentlich sollten sie gehackt werden, dann sollten sie noch einmal gestriegelt werden und dann sollten sie gehäufelt werden. Ja. Ja, was wir letzten Jahr zu wenig Wasser gehabt haben, haben wir halt heuer zu viel gehabt. Aber beklagen tue ich mich auch nicht, was das betrifft. Das ist halt so, weil, ja, das Ganze steht ja eigentlich recht gut da. Letztes Jahr war es ziemlich mau. Heuer habe ich richtig schön graut. Ich sehe meine Durchgänge oder fast nicht mehr. Die sind schon ziemlich verschwunden. Ja, da wird halt nichts weiter an die Äpfel gemacht. Dann sind sie halt bloß gesteckt worden und einmal gehäufelt. Ui. Mann, das Häufeln und ja auch wegen Unkraut mit verdeckt. Auch wenn es nicht optimal ist, aber besser wie nichts. Aber ich höre jetzt den Hund definitiv auf, weil ich habe mir jetzt die Hosen da doll zusammengesammelt und die Schuhe, die wiegen jetzt mindestens ein Kilo mehr. Aber ich sage ein, Felder und Wiesen brauchst du definitiv jetzt nicht rein. Ich hätte ja auch mal Holze mehr, ist auch nicht passiert, da war ich auch immer wieder gefragt und ehrlich gesagt, das nervt langsam. Ich kann es nicht mehr hören. Wann machst du dein Heu? Also das geht mir ehrlich gesagt einmal langsam auf den Sack. Weil ich weiß nicht, wann ich mein Heu mache, wenn es vorne regnet. Da hinten ziehen Wolken rum, für morgen haben sie auch schon wieder Gewitter gemeldet. Ja, was weiß denn ich, wann ich mein Heu mache? Muss jetzt auch mal loswerden. Weil es gibt auch ein paar Sachen, die gehen mir schon gewaltig auf den Sack. Ich bin gar Hellseher, wenn ich das wäre, dann würde ich nämlich nichts ärgern gehen. Weil da würde ich mich den ganzen Tag in irgendeiner Hütte reinhocken, mit einer Glaskugel vor mir und dort Voraussagungen machen, wenn es so schön wäre. Aber was weiß ich, wann es mir schön wird? Keine Ahnung. Tja, es muss halt jetzt zumindest einmal drei durchdrucken bleiben, darf es nicht regnen, dass die Wiesen so weit abdrucken, dass ich reinfahren kann. Und dann brauche ich mindestens vier durch, wo es einmal schön bleibt. Weil, wenn ich alle Flächen auf einmal mähe, das sind zwar nur, muss man sagen, die ja sieben Durchwerk. Aber die, wenn du allein machst, das ist falsch ein wenig Arbeit. Mehr gleich wenden. Die Ränder neu schworen. Beziehungsweise du musst mehr, du musst die Ränder neu schworen, dann musst du gleich wenden. Dann lässt es liegen. Dann musst du es wenden. Dann lässt es liegen, dann musst du es wieder wenden, dann musst du es zusammenschworen für die Nacht. Dann musst du es wieder brat machen, dann musst du es wieder wenden, dann musst du es wieder wenden, dann musst du es zusammenschworen und hoffentlich, wenn es dann trocken genug und heiß genug war, dann kannst du es pressen. Dann musst du alles auf dem Hängen aufstechen. Dann fährst du das ganze Zeug heim und dann musst du es daheim vom Hängen wieder auf den Stadel schlichten. Und das ist alles Arbeit, ne? Also ich habe mich normalerweise immer aufs Heu gefreut. Aber wenn ich ehrlich bin, heuer habe ich überhaupt keine Lust. Mich zieht's. Keine Lust. Ich weiß nicht. Ich bin heuer irgendwie wie müde, wie kaputt einfach. Ja, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist deswegen auch die letzte Zeit nichts gekommen von mir, weil ich einfach keine Lust habe. Ich bin genervt. Das geht mir alles auf den Sack. Ich weiß nicht, das war letztes Jahr was ganz anderes. Da bin ich mit voller Motivation, aber heuer. Keine Ahnung. Der Dom einer Rüben, wenn ich mir anschaue. Tja, wo sind sie denn? Sehe ich keiner. Wovon hast du da mal einer? Ja, dort. Das kennt einer so. Da vorne sind ein paar, aber wo ist der Rest? Ich sehe keiner Rüben. Nix da. Naja. Ja, wie gesagt. Sorry, wenn ich ein wenig jammer. Sorry, wenn ich ein wenig schlecht drauf bin. Es ist einfach. Irgendwo hat mir dann einmal keine Lust mehr. Irgendwo ist mir genervt. Da denkt man sich, oh, muss das immer so. Ich war schon. Ja, wird vielleicht auch mal wieder anders irgendwie. Aber das ganze Zeug heuer, das ganze Jahr ist schon scheiße irgendwie. Da hat mir gedacht, 2020 wird besser und dann so ein Krampf mit dem blöden Drecks-Corona-Geraffel und Beschränkung da, Beschränkung da. Ich meine, gut, mich hat es bislang nicht viel betroffen, außer natürlich arbeitstechnisch. Ne? Ja, kann man ja echt einmal so sagen, weil dann ist auf einmal keine Arbeit mehr da, dann muss ich mich auch mal aufregen. Ja, ich weiß nicht. Alles nicht mehr feierlich. Aber gut,
Warte wieder. Ja, jetzt gehe ich wieder rauf. Da unten, das hat definitiv keinen Sinn. Dann bin ich dann auch total kaputt, weil ich dann gar die Drehglunzen da durchschlafe. Und wie gesagt, also mit dem Schlamm, den wo ich da drin habe, da brauche ich nichts erben. Weil, wenn die Hosen ein bisschen auf ausschaut, wenn die Hosen platschettnuss ist, wenn die Schuhe zu schwer sind, ich glaube, das lassen wir noch ein wenig abdrucken. Ja, Bulldog ist auf jeden Fall nicht. So, Sonntag ist mittlerweile vorbei. Ja, gestern habe ich wieder gebacken gehabt. Sind eigentlich auch Brote geworden. Und was ich euch am Samstag vorenthalten habe, ja, also wie gesagt, die Schweine sind ja, die drei Sauen abgeholt worden. Es sind jetzt noch drei Bark, also drei kastrierte Eber da. Die dunkle Sau, die Daisy war am Donnerstag geholt. Ich glaube, das habe ich gestern schon gesagt. Ja, gestern war ich einfach ein wenig genervt. Sorry dafür. Ja, aber was ich euch vorenthalten habe, ich habe auch gesagt, ich habe dann einen Eichepflug fertig gemacht. Und weil ich sowieso mal Fräs brauche und den KL300 und der mir noch im Weg gestanden, wo habe ich den jetzt raus? Da ist er. Das ist ein Eiche AG105 ZST. Das ZSD, also er hat eine Starrsicherung drin, aber ich gehe davon aus, dass das ZSD zusätzliche Steinsicherung oder sowas heißt oder Zusatzsteinsicherung oder keine Ahnung, vielleicht war es der Modelleiche da oder mehr, was das bedeuten könnte, aber irgendwie so die Richtung gehe ich aber davon aus. Den habe ich wieder hergerichtet, das ist der Anna davor. Ich habe dann noch den Ona Starrsicherung, den wo ich zum Schillen letztes Jahr gehabt habe, und den da, und mit dem habe ich angefangen. Der kriegt jetzt quasi dann den Platz, wo der Anna da oben drin steht, vom KL300 mit. Da kommt jetzt dann der rein. Ich habe jetzt neue Schuhe verbaut. Die seht ihr da. Die gibt es noch bei Granit. Die sind jetzt extra nicht lackiert. Ihr seht, da ist auch noch Rost drauf. Die müssten jetzt einmal was erben. Man könnte sie jetzt blank schleifen. Bringt aber nichts mit der Luftfeuchtigkeit. Dann fangen die eh wieder an zu rosten. Wenn sie nicht in der Halle drin steht, sondern nur im Carbon, da ist doch Luftfeuchtigkeit. Dann gammeln die wieder. Deswegen lasse ich die so. Farbe habe ich extra Kanarweide drauf gesprüht. Es ist ein wenig Farbnebel drauf, das seht ihr schon. Aber sonst ist keine Farbe drauf. Außer halt ein paar Tropfen. Weil die hält da sowieso nicht. Das ist auch Quatsch, das zu lackieren. Das ist auch die Vorschäle, die wurden bloß geschliffen. Das ist Farbnebel drauf. Und ja, das ist sowieso da noch ein Erben, das ist blank. Das passt dann. Nur da hinten die Düngereinlege, die habe ich einmal mit lackiert. Ja, das ist wie gesagt der mit Starrsicherung. Die ist da oben drin. Der klappt dann quasi hoch, wenn er starr kommt. Das sind neue Schuhe drauf. Und ich habe die vorne Anlagen neu gemacht. Das Eisen, was da unten rausschaut, das Viereckige da, das da, sind die Anlagen. Aber nur die vorderen, die und die, weil da waren keine mehr vorhanden. Ja, die hinteren sind ja Schleifklötze drauf, die noch funktionieren. Da kann es auch, sie haben einen neuen Brauch. Gibt es vielleicht auch Normteile. Die Schuhe habe ich bestellt bei Granit, die gibt es von der Firma Frank. Und die haben gepasst, sind Normteile eigentlich gewesen, die passen da drauf. Man sieht jetzt da noch einen Überstand vorne. Das Schuh ist selber ein wenig länger wie das Streichblech. Aber ich habe auf Streichblech noch nichts aufgeschmaßt, weil das bisschen ein Überstand, was ich da habe, das lasse ich jetzt einmal, das nehme ich einmal in Kauf. Die Streichbleche für diesen Flug gibt es nicht mehr neu, es ist einfach so. Das sind Teile, die nicht mehr produziert waren. Weil so kleiner Flüch, ja, siehst du eigentlich nicht mehr. Vielleicht mit lang suchen, findest du da irgendwelche Normteile, die passen könnten, aber die sind noch so weit in Ordnung. Die anderen, die sind aufgeschwarzt, die sind aufgepanzert mit Federstahl. Hätte ich jetzt da auch machen können, aber wie gesagt, das ist ein minimaler Überstand. Das kann man beim nächsten Mal Schare wechseln dann irgendwann mitmachen, wenn es ist. Das pressiert nicht. Ja, wie gesagt, lackiert worden ist er. Ist jetzt kein Wunderbar Dollar 1A Museumslackierung, sondern ist eine Gebrauchslackierung. Ich habe noch einen Rost, ich habe noch grundiert, ich habe noch lackiert. Es gibt da ein paar Lacknosen, sieht man zum Beispiel da einer. Es ist nicht hundertprozentig arschglatt. Ich meine, ich hätte das Ganze jetzt hergehen können und hätte spachteln und noch einmal schleifen und Fülle und was der Teufel, was hätte es da machen können, aber das ist ein Fluch. Und wenn man weiß, wie die eigentlich lackiert waren, ich gebe euch da mal einen Tipp, in YouTube gibt es ein schönes Video, Rabewerk, wie die Pflüche lackiert waren. Die haben ein großes Becken, da ist Farbe drin, dann geht der Pflug mit einem Grand rein, dann heben sie dann wieder raus. Ja, du hast halt einmal Lacktropfen drauf,
Das ist Tauchbordlackierung. Und ja, wenn du jetzt bei mir die eine oder andere Lacknosen drehst, ich meine, ich habe mir jetzt keine große Mühe gegeben beim Lackieren, gebe ich ja zu. Ich wollte da fertig haben, auch, gebe ich ja zu. Aber das für meinen Zweck langt es. Er schaut gut aus, er gammelt nicht weiter, weil das war mir eigentlich das Wichtigste, dass er wegen, ja, wieder noch was ausschaut. Die Schuhe habe ich extra nicht lackiert, das war ja gerne mal mit gemacht, wenn Leute lackieren, aber das bringt nichts. Erstens einmal, bis die Farbe unten ist, dauert dann ewig, dann ist das Agerbildscheiße, was er macht. Und wie gesagt, das hält da drauf nochmal, weil es EK-Farbe, weil das ist das, was dem Boden, dem Erdboden und dem Schleifträg dann am nächsten kommt. Ist so. Ja, aber wie gesagt, so schaut er aus. Nicht einmal so schlecht. Ich habe noch extra nicht komplett zerlegt in seine Einzelteile. Das könnte man natürlich auch machen, aber ich habe Baugruppen weiß. Weil der Pflug hat geackert. Der hat funktioniert. Und wenn ich jetzt die Streichblech oder nicht die ausgebaut hätte und hätte vielleicht das da oben wo alles voneinander gebaut und die raus. Du, wenn es denn dann wieder zusammenbaust, du kannst dir nie sicher sein, dass so ein Pflug danach noch funktioniert. Weil alles schön gut. Ein Pflug, der neu lackiert ist, schaut immer schön aus. Aber was ein Pflug, das habe ich im Instagram-Post da mitgeschrieben, was ein Pflug am wenigsten braucht, das ist Farbe. Ich habe es jetzt gemacht, welche der Optik. Es ist auch meistens nur welche der Optik, oder eigentlich immer welche der Optik. Aber die Farbe sagt nichts darüber aus, ob das Ding auch funktioniert. Ob das Ding was kann, oder null. Sagt null da darüber aus. Ist so. Und deswegen, wie gesagt, habe ich noch gar nicht weiter zerlegt. Du hast keine klaren Kanten mehr. Es kann sein, dass er dann nicht mehr richtig agiert. Du kriegst dann nicht mehr gescheit eingestellt. Ich habe keine neue Teile, ich habe keinen neuen Pflug. Selbst die Federstahl halte für die Pflugschuhe, beziehungsweise für die Streichblech, die sind unten angefressen gewesen von einer. Du kriegst das Ding dann nicht mehr akkurat zusammen und dann beim nächsten Agern Eichestich, dann fängst du an einzustellen oder kannst ihn dann gleich verschrotten. Und das bringt mir null. Deswegen, so wie er jetzt ist, das ist für mich in Ordnung. Ich finde, er schaut wieder gut aus. Klar, wenn man ins Detail geht, ist er vielleicht nicht 100% akkurat. Da sind die Bulldog dann deutlich besser in der Hinsicht. Das mag sein. Aber das ist ein Gebrauchsgegenstand, der soll agern. Das ist das erste Ding, was er machen soll und nichts anderes. Und ich schätze sowieso noch ein Agern, schaut ja gar nicht mehr so gut aus. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber für meinen Zweck langt es. Jetzt habt ihr noch gesehen, das blüht dem anderen Arm noch, dem Ruden. Aber jetzt erst einmal den. Und jetzt tun wir die Fräse raus, weil ich bei einem Bekannten ein wenig im Garten fräsen soll, obwohl 3000 Quadratmeter. Und ja, muss ich jetzt ganz hinten rausholen. Die steht nämlich da hinten im Luch. Wisst ihr ja. Da hinten. Ja, da machen wir raus und dann sehen wir weiter.